Spiegel sind in der Wohnung schön anzusehen. Sie sauber zu machen, macht jedoch keinen Spaß. Bei Flecken, Fingerabdrücken und Streifen greifen wir schnell zum Glasreiniger. Obwohl Spiegel aus Glas bestehen, sollte dieses Putzmittel jedoch vermieden werden. Glasreiniger kann einen Spiegel nämlich erblinden lassen und es können dunkle Flecken an den Rändern entstehen. Der Grund liegt im Aufbau des Spiegels. Dieser besteht nämlich nicht nur aus Glas, sondern aus mehreren Schichten. Unter anderem nämlich aus einer Glasschicht und einer reflektierenden Silber- bzw. Aluminiumschicht. Die ist auch dafür verantwortlich, dass wir uns im Spiegel sehen können. Gelangt jetzt säurehaltiger Reiniger durch feine Risse oder die Kanten zwischen die Schichten, entsteht Spiegelfraß. Auf aggressive Reiniger solltet ihr daher besser verzichten. Benutzt stattdessen einfach warmes Wasser und ein paar Spritzer Spülmittel und entfernt mit einem weichen Mikrofasertuch die Flecken. Anschließend mit einem trockenen Tuch nachwischen und schon glänzt der Spiegel wieder streifenfrei.